Ganz im Zeichen der legendären Hippie-Zeiten stand diesmal die Eröffnungssitzung der Trierer Karnevalsgesellschaft Heuschreck. Und die Narrenfreunde in der Europahalle tauchten mit dem Trierer Traditionsverein ein in die Ära der Flower Power. Nur konsequent, dass nach der obligatorischen Heuschreck-Hymne die Akteure auf der Bühne dem Hippie-Klassiker herhuldigten, wenn auch standesgemäß als Clown statt als Blumenkind. Der Heuschreck unterhielt seine 600 Gäste bestens, Astronauten des Nachwuchsballetts tanzten sich in die Herzen des Publikums und die Heuschreck-Garde sorgte mit ihrer farbenprächtigen Kür für beste Unterhaltung. Auch die Büttenredner enttäuschten nicht das Publikum. Urgestein Helmut Leyendecker etwa erklomm die Bühne und erinnerte sich als Easy Rider seiner einzigen Aufenthalte im Grand Canyon. Sein Resümee, die Trierer seien born to be wild. Aber wo Männer oder Mundartdichter dem Zweirad huldigten, wehrte sich das weibliche Geschlecht mit tiefen Einblicken in die Emanzipation der Frau, sowie Line und Andrea Ley auf der Bühne. Motto, die Liebe ist das Licht des Lebens und die Ehe die Stromrechnung. Unter der Moderation des frisch gekürten Sitzungspräsidenten Alexander Huben wurde es mit der Bütt auch politischer. Heuschreck-Präsident Harald Reusch etwa nahm kein Blatt vor den Mund und zog zuerst die internationale Politik durch den Kakao. Und Dieter Linz schlüpfte in die Rolle von Palastgartenstifter Franz Weißebach und erklärte den Politikern die Welt. Wer am Posten klebe, der werde schwach. Das habe schon der Trierer Urschalk gesagt. Am Stuhl klebten auch anfänglich die Besucher, aber dann lässt es sich ja prima schunkeln, etwa zu den musikalischen Highlights auf der Bühne. Etwa mit Jürgen Braun, Gerhard Kress als Showmaster à la Rudi Carrell oder Starsänger Thomas Kiesling. Die Bütt blieb derweil nicht verwaist, etwa wenn Rainer Lübeck zwischendurch den Kommunenchef Hani Krishna gab. Am Ende erinnerte die Leyendecker-Blores mit einem reichhaltigen Beatles-Medley daran, wohin der Heuschreck seine Gäste mitgenommen hatte. Auf eine Zeitreise in die Ära des Flower Power. Da hieß es selbst bei den hartgesottensten Karnevalisten: Aufstehen, tanzen im Beatrhythmus.